Hallöchen, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Wolfenhain, ein Spiel von RealTroll erstellt mit dem RPG Maker, jetzt gleich gegen den Basilisken, denn RPG Maker Kämpfe sind nicht gerade das Spannendste an einem RPG Maker Spiel. Also tatsächlich mag ich lieber Dialoge und alles Spielerische drumherum, und Kämpfe sind eigentlich so das, ja, ich sag mal, generischste. Kämpfe kann ich auch in anderen Spielen haben, die Kämpfe sind hier trotzdem gut, aber nicht das Spannendste der Welt. Deswegen schneide ich sie auch gerne mal raus oder fasse sie zusammen. Ja, Brun sieht jetzt nicht so aus, wie ich ihn gerne haben würde. Ich glaube, ich habe ihm das falsche Item gegeben. Genau, denn das, was Brun haben sollte, Trugisulf, nun ist es richtig herum. Es gibt nämlich einmal den Statuseffekt Betäubung und es gibt wohl einmal Starre, wo auch immer der genaue Unterschied ist. Nein, erklärt's mir nicht, mir ist es komplett egal, denn das wird wahrscheinlich nie wieder aufkommen. Schade, lässt sich hier nicht einsetzen. Hätte man ihn vielleicht vorher aufstellen können? Da war auf jeden Fall keine Markierung oder sonst irgendwas in der Art. Aber vielleicht lässt sich ja das eisige Horn einsetzen, der wichtige Questgegenstand, den wir einfach mal fanden, ne? Der Würfel des Timer wurde nicht auf Boden geprägt. Ha, schön. Wirkt es oder wirkt es nicht? Scheint zu wirken, wenn der Basilisk jetzt nichts macht. Sehr gut. Und das ist Starre. Also das primäre Problem mit dem Basilisken ist, dass er nach so ziemlich jeder Aktion, die man tätigt, seinen Starreblick einsetzt. Riesiges Problem. Deswegen versuche ich jetzt erstmal die Eule zu rufen, die dann hoffentlich nicht erstarrt und mal checken kann, was überhaupt seine Schwächen sind. Vielleicht hilft auch ein Schlafpulver. Anscheinend, es hat nicht wusch gemacht. So, finally, Analyse. Basilisk, 3500 HP, Stärke, Klinge und Feuer, Schwäche, Wucht und Luft. Und ich glaube, ein paar MP zu viel. Also entweder ich könnte als Brun ihn so lange tanken, bis er keine MP mehr hat. Falls überhaupt sein starrer Blick an die MP gebunden sind. Allerdings werde ich dabei eine ganze Menge Objekte verpulvern, weil ich ja meine Magiepunkte immer wieder zum Selbstheilen nachfüllen muss. Also es ist keine gute Strategie, oder ich denke mir irgendwas ganz anderes aus. Ich habe den Eindruck, ich habe den falschen Ansatz. Aber auf jeden Fall weiß ich Wucht und Luft. Vielleicht helfen einfach generell die Schlafsäcke. Die Schlafpulver. Exakt. Oh, ihr habt es wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben, weil ihr elende Klugscheißer seid. Ja, es geht mir ein bisschen auf den Sack. Ortruds Spiegel ist auch ein Schild. Das könnte hier sehr helfen. Dann verbinde ich einfach zwei Strategien miteinander. Also, ich präsentiere euch einfach gleich mit dem Ergebnis. Also, Valdrada ist jetzt mit dem Spiegelschild gerüstet. Brun kann nicht in Starre versetzt werden. Gisulf hat keine Verteidigung, aber ich habe ihn jetzt zu einem Hau drauf ausgebildet. Und unsere beiden Frontkämpfer sind jetzt so auf Stumpfkeulenkampf getrimmt und damit auch automatisch Donner. Ich habe abgespeichert. Wollen wir mal sehen, was passiert. Ach ja, außerdem setze ich darauf, dass ich ihn in Schlaf versetzen kann und Brun soll uns halt mit seinen Magien befreien von irgendwelchen komischen Statusverzerrungen. Was war das? Sehen wir nach! Finally! Ein Schlangenhühnchen? Ich entsinne mich einer alten Schrift des Theophrastos Bombastos und der... Wie heißt das? Das kriegst du dir doch aus. Ich bin schon ruhig. Wir haben es mit einem Basilisken zu tun, Herr Welter. Aha, und was kann der? Zum Beispiel vergiften? Das brauche ich nicht abspeichern. Ja, nun bin ich gespannt. Gleich soll's losgehen. Gleich kommt er auf uns zu. Er kommt auf uns zu! Vielleicht sollte ich direkt mal schauen, ob ich was... Nein, ich kann nichts klauen. Ja.
Er ist nicht in Starre verfallen, aber immerhin ist jetzt nur noch einer in Starre. Damit kann ich völlig umgehen. This gonna be good. Donnerhammer 2, betäube ihn! Schien nicht zu funktionieren. Okay, ich glaube, ich habe hier die falsche Verteilung an Ausrüstungsgegenständen. Die Buffs von Valdrada bringen mir hier momentan überhaupt nichts. Die Debuffs auf den Basilisken scheinbar ebenso nicht. Der kommt mir nicht so vor, als ob er verlangsamt wurde. Ich brauche einen aktiven Gisulf, der Schaden raushaut. Valdrada benötige ich demnach nicht. Ich kann ihn dann wahrscheinlich auch nicht scannen, weil sie ihre Eule nicht rausholen kann. Oh, die große Eule. Und Brun muss halt gegenheilen. Okay, zurück ins Inventar. So, jetzt ist Gisulf vor Starre geschützt. Brun hat Ortruths Spiegel und Danwuins Fiebel. Das reimt sich irgendwie, damit er halt nur noch halb so viel MP verbraucht. Das ist ja auch ganz gut so. Was Valdrada trägt, ist eigentlich egal, aber sie muss ja nicht unbedingt direkt sterben. Also könnte ich ihr vielleicht auch noch... Wo ist das Anti-Gift-Ding eigentlich? Das hatte ich hier doch irgendwo... Ja, das trägt sie schon. Gut, auf in den Kampf. Auf in den Krampf. Ich brauche eine Massage. Gisulf stiehlt einen Lebenstrunk. Schade, ich dachte, ich könnte ihm irgendwas klauen, was verhindert, dass er uns erstarren lässt. Zum Beispiel. Könnte ich seine Augen stehlen. Ich habe den Würfel nicht geworfen, aber gut. Das kommt mir vielleicht sogar zugute. Die 4 ist voller Leben. Die Heilpunkte eines zufälligen Helden werden komplett aufgefüllt. Das ist kein Cheaten. Ich kann nichts dagegen tun. Zeit für einen Torfviertelkranz. Lass dir schmecken, Brun. Nom, nom, nom. So, ich glaube, ich bekomme es hin, dank dem Schlafpulver, ihn jetzt sogar in diesem Kampf zu scannen. Momentan läuft alles gut. Langsam, aber stetig. Außerordentlich langsam, aber stetig. Finally, die Analyse. Ich hoffe, ich verliere nicht. Es war schwierig genug, bis zu diesem Punkt zu kommen. Seht ihr, ich habe ihm noch nicht so viel Schaden zugefügt. 2340 HP hat er noch. Und viel zu viel MP. Das Schlafpulver ist so gut. Es funktioniert einfach immer auf Holz klopfen. So, der letzte Zauber, den ich einsetzen möchte, flinke Säfte auf Brun. Und dann habe ich alles vorbereitet, um für diesen Kampf gewappnet zu sein. Es wäre noch cool, wenn Brun resistent gegen Gift wäre, aber das kann ich nicht hinbekommen. Thank you.
Jas! Was für ein ekelhaftes Vieh! Gute Güte! 5000 Erfahrungspunkte, aber wohl verdient! Eine neue Trophäe! Besser erstmal vor Gift heilen. Eine neue Trophäe? Gisulf nimmt den Kopf des Basilisken. Danke! Vielen, vielen Dank! Ich war gut. Ich bin so toll. Ich renn in Gift. Ich bin so gut. Ich liebe mich. Das machen wir nicht nochmal. Die ließen sich wohl schlecht verdauen. Dir ist hoffentlich die ganze Bedeutung deines Satzes klar. Gold stinkt nicht. Gisulf hebt die 20 Münzen auf. Außer sie fallen in Pupu. Der Brustkorb riecht nach Troll. Und der Boden nach Gift, deswegen umgehen wir ja alles. Ein Basilisk hat wirklich einen gesegneten Appetit. Ist es schlau, so nah an einem Haufen voller Skelette zu stehen? Da wird sich kaum noch etwas erheben. Es ist alles gut durchgekaut. Vielleicht zu einem riesigen, durchgekauten Skelettmonster. Gisulf entnimmt der Nische einmal Danwuins Bräu. Oh, mein Lieblingsbier. Danwuins Bräu verleiht dauerhaft zusätzliche 100 MP. 2x50. Oh. Wisst ihr was, es ist so geil, dass ich mir das sogar erstmal aufhebe. Vielleicht verlangt ja irgendwer danach. Die Nische wurde bereits von der Beschwernis sämtlicher Wertsachen befreit. Aber gibt es denn hier eventuell... Dieses Menü? Ja, dieses Menü gibt es hier. Da bin ich aber froh drum. Und laut dem Augenmerk leider nichts weiter. Gut, wir haben den Basilisken hinter uns gebracht. Was bin ich ein froher Mensch. Tatsächlich nur erstarrt vom Blick des Basilisken. Achso, also trollische Dankbarkeit ist das wohl. Der hat doch gar nichts mitbekommen. Aber was wir jetzt mitbekommen werden, sind mehr Erfahrungspunkte. Das war Stock ins Bein, meine neue Zaubertechnik. Sieg bei den Göttern 800 Erfahrungspunkte. Und natürlich gibt es dann wie immer ein Kristall. Ohne Kristall geht ja gar nichts. Ach, die Trolle, die werden langsam vorhersehbar. Also der Basilisk, den sollen wir wohl besiegen, laut Piccadilly. Und Piccadilly darf mich nämlich spoilern, denn Piccadilly ist mein Freund. Also einer meiner Freunde, wir sind nicht zusammen oder so. Und auch wenn es gerne hätte, nein, Piccadilly, nein, zieh dich nicht aus, nein. Und müssten jetzt, wollten wir nicht irgendwann mal, eigentlich können wir uns da mal einmischen, nicht wahr? Will ich aber nicht. Wisst ihr was, nur um euch zu ärgern, nö, einfach nö. Ich glaube, wir wollen zum Turm zurück, der Turm des Zauberers, und das passt definitiv in die Episode, denn ich habe ja fast den gesamten Basiliskenkampf herausgeschnitten. Und der war ja super aufregend mit meinen Erklärungen und wie ich mich rüste und so weiter. Nein, das sind immer die langweiligsten Aspekte in RPGs. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin kein gewaltiger RPG-Freund. Was, aber er spielt RPG-Maker-Spiele? Ja, ich bin ein RPG-Maker-Freund, aber kein RPG-Freund. Ich bin mehr so der Action-Typ mit der Action-Cam. Und ja, kurzweilige Spiele, die mag ich so lieber. Mit Explosionen und so ein Zeug. Wisst ihr? Jetzt wisst ihr's. Windows Vista. Natürlich! Erwählt er? Welchen besseren Platz als die Hausfront gäbe es wohl, um ihn zu platzieren? Also, den Kopf des Basilisken! Ich dachte schon, ich wäre wieder auf dem falschen Spielstand. Sitzt, hält, macht was her und lässt jeden erstarren, der dran vorbeiläuft. Jetzt können wir rein. Das war eine wunderbare Idee, die Nachbarn werden zu lieben. Achso, der Basiliskenkopf. Hey, Passant, nun hast du lange genug vor meiner Tür die Salzsäule gespielt. Nein. Ja, es war eine weise Entscheidung, den Kopf dorthin zu hängen. Ich liebe dieses Spiel. Erwählter, wo zieht es dich hin? Wohin wohl? Ich bringe das Horn zum Zauberer. Wir ziehen nicht in seinen Diensten, sondern die Mitglieder des Heiligen Zuges. Wenn jemand den Anspruch auf die erste Unterrichtung hat, dann ist es der Hochmeister. Vergiss das nicht. Du wirst es ganz bestimmt nicht vergessen. So, get wrecked, Zauberer. Auf zum Hofmeister. Ich meine Hochmeister. Endlich. Welche Nachricht bringt ihr von eurem Zug in den Turm des Zauberers?
Das will ich dir sagen, wie ich den ganzen Turm mit all seinen verdrehten Etagen und Rätseln bezwungen habe. Ganz unten ging's schon los und im Vertrauen, ein weniger erfahrener Abenteurer wäre da bereits verzauberer. Was hab ihr heißt? Wenn man mal hier zu Wort käme, wüsstest du es schon. Wir haben ihn zu Boden geschickt. Was für ein Nachricht. Somit ist der Erzteufel fort und deine schwarze Seele tanzt in die Klauen der Dämonen beim Bildenden. Tja, die finalen Details erzählt dir vielleicht am besten der Junge. Der Zauberer lebt. Was? Der Zauberer ist nicht die Ursache des umgehenden Übels, vielmehr sucht er selbst nach heilsamen Wegen. Es hat uns Mühen und Kämpfe gekostet, uns diese Erkenntnis zu erarbeiten, aber sie ist wahrhaft. Der Zauberer ein Verbündeter. Gesagt hat er das, ja? Wir befragten ihn, Jetzt fängt er auch schon an wie die Frau da in Cornwall oder so. Wir befragten ihn, der... Halt, Quatsch, das war nicht in Cornwall. Ihr Klugscheißer! Wir befragten ihn der Güldensitte gemäß mit Feuer und Schwert. Ich kann erkennen, ob ein... Wann hattest du jemals einen Jünger des Dunwin vor dir auf der Bank? Du kennst du das. Seit Generationen tragen sie nicht mehr unter die Menschen. Wer kennt sie überhaupt? In einem jedoch sind die alten Geschichten einig. Die Zauberer dienen nicht nur dem Flüsterer, sie verstehen sich auch selbst meisterhaft auf diese Kunst. Wahrheit heißt ihnen nichts. Sie glauben an Blickwinkel. Puh, ist die Sonne plötzlich dunkel, wenn man sie von hinten betrachtet? Jedes Wort verdrehen und zwirbeln sie, bis der Sinn sich zur Schlinge verkehrt. Ach, das kommt mir bekannt vor, lieber Herr Hochmeister. Und so einem glaubst du? Du? Ausgerechnet du, Brunn. Gerade des Auszusenden erhoffst du dich als besonders aussichtsreich, den Unbeirrtesten der Unbeirrten. Hat die der Hexerei angeklagt, etwa deinen aufrechten Sinn vernebelt? Der geht mir schon so ein bisschen auf den Sack, der hat keine Ahnung, was hier vor sich geht. Fast, als ob er absichtlich so geschrieben wäre. Das traust du mir zu, Hochmeister? Pff, da bin ich in der Truppe noch die Stimme der Skepsis, wenn es um einen Zauberer geht. Hast du dich wieder im Schatten zu dicken in meine Kammer geschlichen, Weib? Hinaus! Und du rede nicht immer mit einer Stimme von mir, als sei ich irgendwas Ekeliges hinterm Schrank. Kiss my ass. Genug eures kleinlichen Haders. Kommen wir zu der wichtigen Frage. Im Schatten des Dicken? Hat der Zauberer euch nur sein schon verwirktes Leben wieder abgeschwatzt oder gab ihr gar noch mehr? Jungchen, sag du's ihm. Falls ihr mir überhaupt irgendwas glaubt, mir ein Paladin. Wir beschaffen das eisige Horn, um den Weg zum Quell des Übels zu öffnen. Die Unterwelt. Tja, also als der Zauberer uns dazu aufforderte, klang das irgendwie noch vernünftiger. Könnte ein Meister der Zunge selbst seinen Paladin zum Wanken bringen? So heißt Zweifle. Hochmeister, mein Sinn ist klar und mein Herz unbefleckt. Kein Zauberer wird jemals Macht über mich erringen. Dies Glauben zu machen ist gerade eine ihrer stärksten Waffen. Wappne durch die Litaneien und festen Glauben. Natürlich, Hochmeister, also wieso auch nicht? Natürlich, Brunn. Du würdest eher das Atmen vergessen. Verzeih, wenn ich deine Hingabe im Zweifel zog. In dir schlummert seit frühen Tagen eine große Willensstärke. Und wir, als deine Lehrmeister, haben eine wahrhafte Feste des Glaubens darauf errichtet. Seitdem erwählten der Wegweiser, den er benötigen wird. Ja, Hochmeister. Juppie, startet die Silvesterraketen. Was? Was soll das heißen? Bringt es mir. Es? Das Horn. Wenn es eines gibt, das haben wir schon, aber pssst. Wenn es eines gibt und das ein Artefakt der Macht nicht gelangen darf, ist es die Hand eines Zauberers. Misstraut seinen Absichten, begegnet seinen Worten mit Argwohn, erkennt seinen falschen Geist. Das eisige Horn kommt in die Ordensweste, kehrt zurück, sobald ihr es habt. Klar! Mensch, das wird aber lange dauern! Hör auf zu horchen und komm, Küken. Ja, es ist immer noch ein heiliger Zug, so selbstständig die Helden zuweilen nach ihrer Mission auszulegen pflegen und die Erinnerung daran trägt ihnen 1000 Erfahrungspunkte ein. Wie nun, entweder helfe ich einem Zauberer oder dem Herrn der Hexenjäger? In dieser Frage gibt es kein Entweder. Gut, das war die erste Konversation, die zweite folgt zugleich. Wir sind's wieder. Nun? Da stellte sich heraus, das Horn lag gleich vor der Tür. Bringt es? Ein Instrument solcher Macht muss dem Zugriff eines Zauberers entzogen bleiben.
Wenn es überhaupt einen Platz für das Horn gibt, ist es die Festung des Lichts. Der heilige Zug hat dich nicht enttäuscht, Hochmeister. Das einzige Horn, es ist aber kalt. Das wird ein toller Briefbeschwerer. Unleben drängt aus eben jenem Reich hervor, das doch zum ewigen Kerker der Eingeschlossene bestimmt ward. Und hier nun liegt, was den Spalt noch weiter aufreißen kann. Du hältst das Horn für gefährlich? Natürlich, so wie ich jeden Grenzeinreißer mit Argwohn betrachte. Dass du Neugier für eine lebensgefährliche Krankheit hältst, haben die Hexen nur zu gut lernen dürfen. Das dreiste Weib ist wieder in meiner Kammer. Hinauf, hinauf, sag ich. Hey, du hast auch mir das Horn zu verdanken, hast du wohl. Immerhin dafür danke ich. Nun, gern geschehen. Als Hexengeschenk macht mir das Horn in seine trügerische Natur nur umso leichter bewusst. Und nun, hinaus! Verdrehen tut er einem das Wort, also wie als ob die Sonne von der anderen Seite dunkel wäre oder so. Oder so ähnlich. Und beinahe... Und wehe, du horchst wieder. Ich horche nie. Dieses Weib achtet gut darauf, dass sie mir auch wohlbehalten zurückzubringen tut. Wir haben eine Vereinbarung, Hochmeister, vergiss das nicht. Du wirst deinen Lohn erhalten. Ich meine Valdrada, das Mädchen steht unter meinem Schutz. Und wir alle denken immer noch, sie wäre vergiftet, obwohl sie es nicht mehr ist, aber das wissen wir nicht. Ich heilige das Wort, das es dir gab. Die gesamte Ordensburg wird dem Erwählten immer da eine Stütze sein. Bis eines Tages wieder seiner Wege geht. Oder wolltest du am Ende sesshaft werden? Hier? Nimm meine Gedanken an die Zukunft als frohes Zeichen meines festen Daumens an den Erfolg. Das Horn ist beschafft. Was hast du vor? Die Gefährlichkeit dieses Dings wird nicht gemindert, nur weil wir guten Willens sind. Hochmut ist das Werkzeug des Narren. Kontemplationen des Varin. Rolle 2, Vers 25. Trefflich, Bronn. Einfach trefflich. 1+ mit Bietchen. Benutzen müssen wir das Horn, das der einzige Weg zur Quelle des Übers ist. Darum ist es gut, wenn es gerade hier erklingt. Mitten in der Ordensburg, eingekreist von dem Festesten der Festen unter seinem Auge. Wer kann wissen, wen es lockt, wenn es seinen Ruf erschallen lässt? Drum drehen wir den Schlüssel. Hier, jetzt. Ich lausche dich. Erstaunlich, was für ein Volumen. Hinter der Öffnung ein Strudel. Da passt eine ganze Menge Met rein. Ich packe das. Willst dich durch Größe entziehen? Kann dich erfassen. Blass, hinein, Erwählte, schnell. Aber doch nicht hier, wir kennen sie noch gar nicht richtig. Schnell, ja doch. Habe ich zu doll geblasen, Entschuldigung. Hochmeister, was ist geschehen? Gescheitert. Mein Wille ist fest genug, auch noch das widerspenstigste Strudel zu halten. Ich kenne die Rollen und Traktate, um auch auf das Ungewöhnliche vorbereitet zu sein. Aber das hier, das erfordert etwas anderes. Hirnschmalz. So würde ich das auf keinen Fall ausdrücken, aber vielleicht ein Minispiel. Allerdings. Ja? Um das Horn vorzubereiten, muss es erfasst werden. Ich wünschte, der Geist, der dazu fähig wäre, müsste dem Horn ähnlicher sein. Scharf wie ein Wind, unsteter, launischer, eiskalt und doch verspielt. Ein Zauberer! Ja, bei den Stacheln der eisernen Jungfrau, ein Zauberer, Spitzohrgesten. Tja, wenn du es nicht kannst, tragen wir das Horn eben zu ihm. Hast du es denn nicht begriffen? Das Horn in solchen Händen? Gerade was ein Zauberer befähigt, es zu gebrauchen, macht ihn so gefährlich. Was begehrt er? Ich habe kein Wort verstanden. Ich meinte, was begehrt er, ist der einzige Fessel seiner Macht. Und wie gegen verankerter Glaube in der Pflicht, wir beugen uns, weil wir unsere Fehler anerkennen. In wessen Hand würdest du eine die Sphären sprengende Kraft wohl lieber sehen? Können wir es nicht einfach vergraben gehen, aber damit können wir das Böse nicht aufhalten. Hier gibt es denn eine Wahl, wenn nur noch eine Option offen steht? Vorsicht ist immer geraten. Misstraut dem Herrn des Roten Turms. Schaut ihm auf die Finger, auch auf die derjenigen Hand, auf die er eure Aufmerksamkeit gerade nicht lenkt. Ich bin nicht erst seit gestern auf der Welt Hochmeister. Halte dich in jedem Konflikt immer im Brunnen, Erwählter. Weil er jedes eurer Gebote zitieren kann. Ja, ja.
Weil er weiß, wie man nicht in den eigenen dunklen Abgrund stürzt. Weil es mehr als jeder andere weiß. Weil er sich nicht verschlingen ließ und darum der beste Seilführer für den vorliegenden Schlund ist. Seil! Hab ich Seil gehört? Hauptdank, Hochmeister. Kehre zurück. Bringen Sie alle Wohlbereiten zurück und ich garantiere dir, dass innerhalb dieser Mauer das Wort Rabensohn nur noch mit Ehrfurcht ausgesprochen wird. Seil! Seil! Erwählter, Gold wird dich erwarten. Der Ort ist reich. Du wirst ein Karren brauchen. Dinkelseil, was, Gold? Seht zu, dass ihr euch alsbald in die Hochrüstung des Ordens kleidet. Die Paladinrüstung ist nicht nur ein Schutz, sie ist eine Botschaft. Geht nun, steigt ihn ab und beendet es, selbst wenn es eines Zauberers bedarf. Goodbye, Küken, wir müssen... Ja, ich weiß. Ganz scheint es, als hätte der Heilige Zug seine letzte Weisung empfangen, worin man vielerlei hineinlesen kann, eines aber mit Bestimmtheit, ein Verdienst von 1500 Erfahrungspunkten. Vielen lieben Dank. So, das war ja sehr interessant. Wieder mal sehr geil geschrieben. Danke, Real Troll, und danke natürlich auch ihr lieben, netten Zuschauer. Außer ihr seid nicht lieb und nett, aber das wisst ihr am besten. Und sollte euch diese Episode Spaß gemacht haben, dann schaut doch in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos. Oder auch nicht, vielleicht habt ihr ja keine Lust, seien wir heute mal Realisten. Denn dann habt ihr immer was zu tun. Bis zum nächsten Mal.